Immer auf der Suche. Immer einen Schritt weiter als der Rest. Aus der Schule geflogen, auf die Straße, wie ein Küken aus dem Nest. Sein erster Trip sollte Brüssel sein und wurde dann Paris. Da traf er Monique, die sich für Geld nackt fotografieren ließ. Sie trimmte ihn auf Charme und Schick und er folgte brav. Dabei war sie nur ein Zug, in den er stieg. Durch sie lernte er Patty kennen, das Go-Go-Girl in Troubadour. Er war machtlos gegen diese Katzenaugen und gegen den dreifachen Whisky pur. Dann zog er um in ihr Wohnmobil, Monique tobte wie ein Stier. Doch die nächsten Wochen waren himmlisch, mit Patty an der Côte d'Azur. Er schmiss das Geld zum Fenster raus. Das Leben rollte wie ein D-Zug, immer geradeaus, immer geradeaus. Die Knete wurde langsam knapp und er verkaufte seine Armbanduhr. Er lief sich die Hacken wund und checkte den Deal mit der Künstleragentur. Er sah zu, wie die Gäste gafften aus dem Schatten an der Bar. Er schluckte seinen Widerwillen runter mit viel Cuba Libre und viel Ricard. Durch halb Europa zog sie sich aus und an. Der D-Zug raste, er wollte raus, er wusste nur noch nicht wann. Er lernte die schmutzigen Tricks und was man tut und was man besser lässt im Milieu. Er belog sich zwar, er wurde aber trotzdem eine Schnapsnase peu à peu. Er sah längst nicht mehr hin, wenn sie strippte, sah er Anis mit zittriger Hand. Er sah sie vor sich, wie sie früher war, in jedem Schatten an der Wand. Schließlich warf sie ihn raus, ohne Pardon. Da fand er sich plötzlich wieder in einem abgehängten Waggon. Du sagst, dass das so enden würde, war klar von Anfang an. Dass die Art Karriere nur in der Gosse enden kann. Am Hauptbahnhof, Intercity-Schalter, habe ich ihn wieder gesehen. Nicht ganz stocknüchtern zwar, aber immerhin. Er konnte noch stehen. Mit der Fahrkarte Brüssel einfach. Hin und nicht mehr zurück. Und diesmal sagt er, es steht fest wie das Atomium. Diesmal habe ich Glück.